Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in dem Arsch. Wir werden noch die restlichen Ferkel umstallen. Das heißt, wir müssen noch ein paar rausholen. Dann müssen wir noch füttern. Leider. Aber es muss gemacht werden, ne? Wir wollen es ja haben, ne? Ja, Schweine sind fleißig beim Arbeiten. Naja, und eine Freude zu sehen, wie das entsprechend mehr wird. So, bestätigen. Bringen wir auch noch gleich den Stall Nummer 4 und dann nachher den Rest, wenn da keine mehr reingehen, Stall Nummer 3 angefangen. Von hier, von rechts. Und dann im Grunde und Ganzen will ich ja diese Stelle wieder verkaufen durch einen großen Setzen. Aber den aber nicht hier aufbauen, sondern ein bisschen woanders. Muss ich mal sehen. Ein bisschen dichter am Schlachthof, ne? Dass wir nicht so weit fahren müssen. Ja, die ersten Rinder, süße. Das können wir gucken. Zum Verkauf, das dauert noch ein bisschen. Jetzt haben wir da unseren Maststall 42, also die im Prinzip die Sauen sind. Und da sind 85. Alles Jungtiere. Und dann überall entsprechend Futter hinbringen. Und ja, den fahren wir zurück zum Hof. Und stellen erstmal ab. Dann können wir gleich mal Dünger verkaufen am globalen Markt. Die Welt freut sich und ich freue mich auch, was ich was verdient habe. So, Gas geben. Den Anhänger für die Tiere stellen wir hier gleich ab. Dann brauchen wir ihn nicht suchen. Das ist ein guter Platz. So. Müssen wir nur auf den Punkt umändern, auf G und dann vom LKW weg auf Anhänger. Dann können wir auch abkoppeln, ne? So. Ja, Dünger wird nämlich voll sein und das werden wir mal gleich verkaufen. Ich werde hier auch mal später umsteigen auf 9 Tage wahrscheinlich. Aber wie im Winter erst, ne? Ja, das Gras. Ich muss mal schauen, ob ich da reinkomme. Wenn nicht, muss ich jetzt zu Heu fahren, ne? Oder umwogeln auf einen anderen Anhänger. Naja, es könnte sein, das reicht, wenn nicht, haben Pech. Dann müssen wir sehen, dass wir das irgendwie anders hinkriegen. Passt rein. Hat sogar Luft. So, den Rest anderen Stall rein. Gut, dann können wir den auch gleich für Futter nehmen, ne? Für Mischfutter. So. Das werden sich freuen, auch mal richtig mal Gras, ne? Von der Weide. Die Kühe freuen sich auch, wenn sie mal Gras kriegen, ohne irgendwelche Reste, ne?
So, hier kommt kein Zeichen. Zwecks abkippen. Neuer Versuch. Dann drehen wir draußen und dann werden wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Ups. Nö, nee, Gras soll ja nicht. Dann kriegen die großen Tiere halt, ne? Ich hab vom Bier gesprochen, ne? Soll man nicht tun. Gut, dann gibt's halt kein Gras. Kriegen die Nachbarkühe Gras. Ja, hier geht's. Wer weiß, wo das liegt. Entweder haben sie genug oder sie wollen nichts. Oder ist eigentlich derselbe Stall normalerweise. So, das holen wir schon da. Und dann Schweine noch versorgen. Ne, da können wir den roten Hänger nehmen. Der rote ist aber mit Silage voll. So, Mischfutter hier vorne. Ja, das geht nicht. Habe ich gerade befürchtet. Wo das eigentlich nicht logisch ist, aber gut, wenn es nicht so programmiert ist, dann geht's nicht. Ja. Mit Motterhänger geht es fest gleich gegangen. So. Holz machen wir erstmal nicht. Um nicht zu wachsen, das ist natürlich blöd, ne? Sonst hätten wir schon düngen können. Das Mähen hat scheinbar nicht gleich. So. Ja, das Bodentemperatur 8 Grad, da müsste meist ja funktionieren. Auch nicht schlecht, ne? Das wäre ganz gut, wenn er jetzt rüberkommen würde, ne? Mal vorne abhängen. Ja, hätte ich eine Schaufel jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, guckt, ganz kurz weggeschaufelt, ne? Oder mit der Forke. Müssen wir den Anhänger bitte schieben. Gibt er denn das hin? Doch nix. Mit Schwung arbeiten, ne? Rammgeschwindigkeit. Oh, hat nicht viel gebracht. Mit mehr Schwung nehmen. Dann muss ich mir den gewissen Punkt kommen, ne? So, Gas.
Sollte eigentlich reichen normalerweise. Aber ich brauche den Anhänger. Das ist gemein. Sonst wäre es egal. Einzigste wäre, die Silage wegfräsen und dann das Förderband befördern. Mal probieren. Motor starten. Und ganz kurios, ne? Motor starten und dann. Ja, das wird nicht reichen, ne? Das wird nicht reichen. Aber das sind so viel, dass vorne ein bisschen weggefräst wird, ne? Muss ja nicht viel sein, reicht ja aus, wenn ein bisschen weg ist, ne? So, noch einmal, muss das bald reichen. Könnte reichen, ne? So. Kurz wenden, dann können wir sehen, dass wir darüber kommen. Können wir auch das Ding hier lassen. Das brauchen wir nicht. Wir wollen nur einen Hänger haben normalerweise. Futter. Sowohl für Kühe als für Schweine. Ein bisschen mehr nach rechts fahren. Ja, dann machen wir es so. Ich habe mich frei gekämpft, Gott sei Dank. Aber nächstes Mal ist der Haufen hier weg. Aber irgendwann später. Wann genau? Ja. Das alt ja nicht. Wenn wir genug Heu haben, wenn wir eine Silageball machen, dann geht's auch. Tut nicht so schwer. Und Mais haben wir Körnermais machen und dann nicht gerade so tragisch. So.
Auf zur Mischfutterfabrik. Jetzt brauchen wir was. Und schon wieder 18 Uhr. Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe irgendwie getrödelt heute Nachmittag, ne? Vormittag bearbeitet. Dann irgendwie, ach, hab ja Zeit und so, ne? Und dann, ja, gut. Ich sag, morgen ist ja auch noch ein Tag, ist ja nicht ganz so tragisch. Aber ich habe immer ganz gerne fertig, was ich machen möchte. Das ist irgendwie. Was fertig ist, fertig, ne? Da. Dem können wir auch noch Heu hier reinfahren, ne? Bei Gelegenheit. Die Lage nicht. Aber das muss ja nicht Holz sein. Das können wir auch mal mit Kursplay machen. Man muss es noch einstellen. Dann kann er fahren, ne? Naja, für die Kühe könnte man auch einstellen. Mittlerweile das lohnt sich auch bald, ne? Ja. Muss es nur machen, ne? So, es gibt Futter. So, mal gleich reingucken. Ob die schon viel Milch haben. Das lohnt zu verkaufen. So, wir haben schon 62 Kälber. So, Milch haben wir 37.000. Gülle, Mist. Gut aus. Im zweiten Stall, ah, da ist kein Wunder, die haben voll Gras von der Weide. Schweinestall Nummer 2, ja, Futter und Stroh. Und hier Schweinestall, das braucht kein Stroh. Da ist noch alles da. Zweiten ist auch noch alles da. Dritten, das geht. Und beim vierten müssen wir mal gucken, dass wir am ersten Stall, da müssen wir ein bisschen reinkippen. Nur mal gleich die Wasser reingeben. Soll ja am Wasser nicht scheitern, ne? Ja. R ist dicht beim E, ne? Und ich schaue öfter mal nicht hin und dann geht's da neben. So. Durchdrehende Reifen. Naja, das ist ja beim Flügen irgendwo festgehängt. Aber fest am Baum oder so, ne? Schauen wir gleich. Baum ist gut. Naja, der Flug ist ein bisschen groß für das kleine Acker hier, ne? Bisschen klein. Lohnt nicht. So. Komm mal. Gucken mal, wo der Kurs ist. Oh. Ja. Ah, da können wir auch einen Helfer machen lassen, ne? Oder? Weiß nicht genau, wo er aufhört. Ja, das
fährt sich dumm dämlich. Ich nehme mal hier einen Helfer. Den normalen, ne? Ohne Cosplay. Sollte auch funktionieren. Wir müssen so den Rest nacharbeiten, so oder so. Die Streifen da so links und rechts. Das muss eh gemacht werden. Ja, und dann gehen wir gleich weiter bei den Kühen. So. Das wäre zu schön, zu warten, wenn wir Anhänger nehmen könnten. Da wissen mehr weniger, ne? Da geht glaube ich 53.000 rein. Aber gut. Gute Zeit. Oh! So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und winke, winke. Ciao. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch wieder entscheiden würdet, mal reinzuschauen, auch wenn es so kurz ist. Ich sage schon mal Danke dafür. Tschüss und winke, winke. Bis dann. Tschüss.